Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quickshot. Heute geht es um ein Thema, das dem einen oder anderen vielleicht schon untergekommen ist, dem einen oder anderen Gott sei Dank noch nicht. Und zwar ist die Rede von einem Gearjam. Was ist ein Gearjam? Ein Gearjam ist es, wenn die Airsoft aufgrund einer Fehlstellung der Gears, also der Zahnräder innerhalb der Gearbox, nicht mehr schießen kann. Wie äußert sich das Ganze? Nun, zum Beispiel kann der Abzug leer durchgehen, ohne Widerstand, aber es passiert halt einfach nichts. Das andere ist, wir haben hier einen Druckpunkt, über den wir dann mit etwas mehr Kraft drüber hinwegkommen. Und der andere Punkt ist, dass der Trigger sich ums Verrecken, egal wie viel Kraft wir aufbringen, nicht bewegen lässt. In jedem Fall einfach bitte aufhören, weiter zu drücken. Das kann durchaus nach hinten losgehen. Stattdessen werde ich heute zeigen, wie man diesen Gearjam beseitigt. Dazu brauchen wir ein bisschen Werkzeug und ein bisschen Geduld. Als allererstes fangen wir hier bei der Griffplatte an. Also ich zeige euch das jetzt heute für eine M4, für G36, AK-Modelle. Bitte die Bauweise angucken, da ist es aber ähnlich zum Beispiel. Und auch für andere Airsofts gibt da logischerweise das Gleiche. Und zwar müssen wir als allerersten Schritt den Motor ausbauen. Dazu öffnen wir die Griffplatte auf der Unterseite. Ja, das ist das Griffstück auf der Unterseite, die Schrauben. Na komm. Der Deckel möchte wohl noch nicht. Ah, jetzt. So, alles gut aufheben. Insbesondere wenn ihr das am Spielfeld macht, wollt ihr die nicht verlieren. Und dann kommen als erstes die Motorkontakte runter. Hier bitte sehr vorsichtig sein, die sind sehr, ja, fragil, sensibel, dass ihr die nicht brecht. Einfach nach hinten wegziehen, schön gerade. Merkt euch auch bitte, wie eure Kabel hier drin liegen, damit ihr die nachher wieder ordentlich reinbekommt. Also ihr seht hier, dass das Schwarze eben auf der Seite liegt und das Rote auf dieser Seite. Aber beide liegen im hinteren Teil der Airsoft. Dann will ich den Motor rauskriegen. Dazu ziehe ich entweder hier hinten an oder wie jetzt hier. Da weigert es sich ein wenig. Da hilft dann auch gerne mal ein liebevolles Stößchen, jawohl, die schöne Auflage. So, wenn wir jetzt einen lang genugen Schraubenzieher haben, können wir hier schon rein. Ich möchte es euch heute aber ein bisschen besser zeigen, deswegen werden wir das Griffstück ganz demontieren. Dazu nehmen wir als nächstes einen passenden Schraubenzieher. In dem Fall hier unten nämlich Kreuzschlitz im Griffstück montiert. Das sind nämlich zwei weitere Schrauben. Ich hoffe, das sieht man auf der Kamera einigermaßen. Ansonsten, du bleibst hier, habe ich eine Taschenlampe, mit der ich das Ganze etwas zeigen kann. Hoffentlich sieht man das. Da sind diese zwei Schrauben drin. Die muss man lösen. Dann müssen wir ein bisschen an den Kabeln vorbei. Aber einfach ein bisschen aufdrehen. Zack. Und schon haben wir die. Das Griffstück müssen wir nicht ganz runterziehen in diesem Fall. Das reicht uns jetzt auch so. Gut. Was man jetzt hier hoffentlich sieht, ist, dass man hier das erste Gear hat, wo das Pinning-Gear des Motors eingreift. Mir ist gerade leider der Name entfallen. Und was wir jetzt machen, wir nehmen unser Werkzeug, zum Beispiel einen stabilen Schlitzschraubenzieher, in dem Fall habe ich jetzt hier dieses lustige Werkzeug, und dann bewegen wir die Gears per Hand weiter. Dann müssen wir nur auf die richtige Position rein und drehen es quasi weiter. Jawohl. So, wenn wir das ein gutes Stück weiter gedreht haben, haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Wir können jetzt hier wieder zumachen. Einfach hier wieder das Griffstück drauf, die entsprechende Schraube nehmen. Also es sind zwei Schrauben, die andere ist noch passenderweise an. Die ist auch rausgefallen. Da liegt sie hier vorne. So, einfach beide Schrauben wieder reindrehen im Griffstück. Also die bitte fest anziehen, aber auch nicht zu fest, falls ihr die wieder aufkriegen müsst. Wenn die nämlich zu fest angezogen sind und dann der Kopf ausreißt, dann habt ihr ganz andere Probleme. Dann müsst ihr euch von dem Griff verabschieden. Das ist ein kleiner Warnhinweis. So.
Kabel zur Seite. Und die zweite Schraube fest drin. Okay. Dann die Kabel wieder ordentlich hinlegen. Wie wir gerade besprochen haben. Den Motor wieder einsetzen. Und ich habe ihn verkehrt herum drin. Ganz wichtig, beim Motor wieder anschließen, rot auf rot, schwarz auf schwarz, zumindest bei einer M4 und auch bei AKG 36 Modellen und sowas gilt das. Aber es gibt gewisse Sonderbauformen bei Gearboxen, die haben dann die Pole getauscht, weil sie zum Beispiel 4 Gears haben und damit das dann wieder richtig herumläuft, muss dann das schwarz auf rot und andersrum. Aber hier, ganz wichtig, hier bei einer M4, schwarz auf schwarz, rot auf rot. Die Kabel ordentlich anstecken. Hier auch bitte nicht stressen. Ich meine, man kann so einen Gearschirm ganz schnell beseitigen. Aber wenn ihr euch stresst und es nicht richtig macht oder irgendwas kaputt macht dabei, dann hält euch das länger auf. So. Und dann hier einfach wieder zumachen. Auch da die Schraube gut anziehen. Jawohl. Und dann war's das. Der Gearschirm ist beseitigt, ihr könnt den Akku wieder anschließen und könnt weiterspielen. Are you listening? Damn.